herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind City hier auf dem City Build Server hier auf Mind City. So, ich habe das alles fertig gebaut mit der Technik. Wenn wir jetzt da hinten mal gucken, ich bewege den Hebel, der Pisten fährt hoch mit den Zäunen, das passt alles. Ich habe mir auch schon ein bisschen Weizen besorgt. Hallo, habt ihr Hunger? Ja, kriegt ihr gleich. Aber nicht vergessen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und schaut gerne täglich rein. So, mein Plan ist jetzt, die alle zu füttern. Aber das funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. So, und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, war eigentlich der Plan, dass die Kleinen unten drunter durchkommen. Tun sie aber nicht. Okay, dann muss ich da andere Sachen benutzen. Dann nehmen wir da doch einfach... Nehmen wir einfach Dirt. So, wenn ich hier nämlich jetzt die Tricker, dann müssten die Kleinen hier rüberkommen. Ja. Ach, die sind so schnell, ey. Dann kommen wir rüber. Und dann... Moment, ich muss mich beeilen. Nein! So, warte, wir machen das Ganze nochmal. Ich glaube, der Plan funktioniert schon. So, die Kleinen kommen hier rüber. Und dann drücke ich nämlich hier den Hebel. Dann sind die eingesperrt. Jetzt kommen hier nochmal ein paar. Wollen die da hinten eigentlich kein Essen? Da kommt noch einer. Ja, ich könnte das Ganze auch so machen. Kann die ganzen ja auch von außen füttern. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Och nee, jetzt bin ich reingefallen. So, Sinn und Zweck der Sache ist, ich möchte die Alten von den Jungen separieren. Dann machen wir hier nochmal auf. Nehmen aber wieder hier gleich das Futter in die Hand. Da kommt noch einer. Das waren glaube ich sogar schon alle. Ja. Und dann könnte ich jetzt... Was ich gedachte. Ah, warte mal, wenn die da hochgehen. Wenn die hier hochgehen, dann können die doch hier rüberlaufen, oder nicht? Nein. Das wird halt für mich jetzt schwierig hier durchzukommen. Aber im Grunde ist halt eben der Sinn und Zweck sein, ich kann die Alten von den Jungen separieren. Kann jetzt hier eine neue Population anfangen und die drüben einfach alle, ja, verfüttern. So ist der Gedanke. Was mir nicht so gut gefällt, ist das eben, dass das jetzt über einen Dirtblock gelöst ist. Aber das hängt halt mit der Höhe zusammen, da kann man nichts ändern dran. Zumindest momentan nicht. Aber so ist das System gedacht. Ich finde, das ist gar nicht mal so doof. Schon wieder. Ey. Ja klar, Zombie kommt auch nochmal hier vorbei, macht einen Besuch. Der Creeper nicht kommt, ist alles gut. Hallo? Jetzt bin ich wieder zu dumm zum Springen. So, aber es funktioniert soweit. Kommt mal wieder her, schön. Nein! Mist, ey.
Nein. Oh, gerade noch. Okay, das ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber es funktioniert soweit. Das war mein Ziel für heute. Beziehungsweise eigentlich schon für gestern. Aber naja, ich habe es dann nicht ganz hingekriegt. So, jetzt erzähle ich euch was über meinen Plan. Wie es hier demnächst aussehen wird. Ich habe vor, die Bambusfarm, die hier irgendwo unten drunter ist, ein bisschen zu verlegen, wenn notwendig. Und zwar nach hier draußen. Also zwei Blöcke hier direkt neben Haus hochwächst. Da werde ich dann einen Glaskasten drum bauen. Breiter machen. Vielleicht sogar über die komplette Hausbreite. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Und dann wird da Bambus am Haus hochwachsen. Sieht bestimmt irgendwie ganz nice aus. Und ja, den einfach mit der Bambusfarm unten verknüpfen. Was allerdings auch noch dazu kommt, ist, dass wir dann die Kelpfarm auch nochmal verändern werden, weil, ganz ehrlich, es ist schon schön hier unten, so mit dem kleinen Teich hier. Aber wenn ich unters Haus gehe, wenn ich hier unten bin, dann gefällt es mir einfach überhaupt nicht. Und wenn ich dann auch noch hier reingehe in diesen Cobblestone-Bunker, dann gefällt es mir schon 10-mal nicht. Deshalb werden wir da noch ein bisschen was dran verändern. Bedeutet natürlich, wir müssen das komplette Haus nochmal umbauen. Oder beziehungsweise was links und rechts ist, umbauen. Ja, aber wenn es am Ende dann schön aussieht, dann mache ich das doch gerne. So, was ich jetzt noch machen könnte, ist, könnte man eben gucken, ob ich noch ein paar Bücher hinkriege. Muss der Locke drin sein. Leder haben wir noch. Kriegen wir 14 Bücher raus. Ich möchte mich ein bisschen auf Level 1 verzaubern. Und gucken, ob wir da was Schönes rauskriegen. Ich könnte auf Level 30 verzaubern. Aber das macht natürlich wenig Sinn. Lapis dafür? Lapis haben wir ja massenweise. Stärke. Was hat denn unser Bogen? Stärke 4? Gibt es Stärke 5? Stärke. Wir gucken einfach mal. Schutz. Schutz. Haben wir schon mal Schutz 2. So, kann ich hier nur irgendwie Platz sparen? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich mal kurz ein bisschen was wegsortieren. Weißer Beton, Andesit, Stein, Holz, Zombie-Zeug. Dann haben wir noch ein bisschen Holz, Redstone. Und warte, da ist nochmal ein bisschen Erde. Weil. Achso. Das dachte ich schon. Schärfe. Ist gut fürs Buch. Effizienz. Schusssicher. Stärke. Haben wir schon dreimal. Harpune. Ist Harpune nicht das, was zurückkommt? Schutz. Effizienz. Durchschuss. Effizienz. Nice. Effizienz. So, jetzt haben wir keine Level mehr. Aber ich habe noch eine andere Idee. Das hatte ich nämlich gestern auch in einem Gespräch. Ich brauche nochmal einen Dings da. Einen Hebel. So, dann können wir weg. Ja, da gehört er hier nicht rein. Wer war denn das? Nehme ich gerade mal das Birkenholz. Dann
Und dann nehmen wir die Stickies auch mal mit. So. Auf jeden Fall können wir hier die Bücher mal einsortieren. Dann gehen wir mal runter. Weil. Ich weiß gar nicht, wo ich das machen muss. Ich glaube, ich muss das hier an den Trichter reinmachen. Okay, der saugt es raus. Wenn ich den hier jetzt anschalte, bleibt es drin. Was denn, wenn ich das an den Ofen ranpapp? Aktivieren und da läuft was durch. Dann bleibt es drin. So, und jetzt passt mal auf, wir haben hier kaum Level. Jetzt nehme ich einmal den Setang raus. 5 Level. Nice, oder Leute? Das ist richtig Imber. So, dann kann ich den wieder anmachen. Dann läuft das Zeug auch ganz normal wieder ab. Das ist schon richtig, richtig, richtig cool. So, ich werde jetzt hier mal den ganzen Kelp reinballern. Ups. Da kommt jetzt schon ordentlich was raus. Guckt euch das an, Alter. 38 getrocknete Setern. Wie viel haben wir denn? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mal 3 können wir rechnen, weil ein getrockneter Seetangblock reicht ja für 20. 14 mal 3 ist 42. 42 Seetankblöcke bräuchte man, nee, nicht wahr, oder? Das läuft hier natürlich direkt ab, das ist ganz gut. So, dann kann das erstmal braten hier. Ich nehme mal einen Teil mit hoch. Da ist überall von dem Zeug drin, ey. Das mag ich gar nicht mehr. Kohle mag ich nicht mehr. Ist das sogar... Jetzt dachte ich schon, das wird Charcoal. Kann gar nicht so ein Braten. Ist ja auch toll. Lapis mal mitnehmen hier. Quarz mal mitnehmen. Bisschen Ordnung machen. Was wir... Alter, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Stacks Eisen? Wo kommt das denn her? Jetzt dran haben wir... Gut. Ich mache den nämlich gerne zu Blöcken, dann brauchen sie weniger Platz. So, alles Lapis in Blöcken, dann geht da auch mehr rein. Da brauchen wir ja bloß 4, Alter, für Blöcke. Das ist natürlich, natürlich schick. Manchmal verpeile ich das ein bisschen mit Blöcken. Aber gut. Gut, was ich jetzt noch machen wollte, ist hier eine kleine Schönheitsreparatur. Ich mache mal so. Und so. Und so.
Weil wir können hier ganz einfach Laternen machen. Die habe ich ja schon ein paar Mal angeschaut. Und jetzt dachte ich mir, jetzt ist mal Zeit, dass wir die auch benutzen. Die kann man aber nicht. Die kann man nicht an die Wand packen. Die brauchen was oben drüber. Ist natürlich jetzt ungeschickt. Brauche ich natürlich irgendwie. Ja, muss mit Zäune nehmen fast, ne? Aber es sieht jetzt nicht so toll aus. Naja. Was soll's. Muss jetzt halt erstmal so sein. Wie hoch habe ich die hier? Lol, was gibt denn die Ender Chest für Töne von sich hin? Effizienz. Okay. Effizienz können wir noch eins hochgehen, glaube ich. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, stimmt, wir haben ja wieder 5 Level. Können wir noch gucken, ob wir hier nochmal ein, zwei Bücher haben? Vorhin hatte ich doch noch irgendwo eines. Ja, sogar noch 13. Lol. Labis haben wir aber jetzt keinen mehr. Jetzt habe ich alles vercraftet. Intelligenz pur. So und so. Durchschuss. Nehmen wir mit. Durchschuss. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber Schutz. Müssen wir alles mal nachgucken. Effizienz ist immer gut. Durchschuss. Gut. Wir ballern die Bücher einfach mal hier rein. Was ich getestet habe, ist übrigens auch die AFK-Fischfarm. Die ist nicht mehr so gut, wie sie mal war. Also da haben sie nachgebessert, da haben sie die Drops rausgenommen, glaube ich. Weil wir haben jetzt hier eine Repair-Angel und einen Köder 2. Ich würde mich nachher vielleicht da nochmal hinstellen und das nochmal austesten. Und schauen, ob das vielleicht doch mit Repair und Köder 2, ob das dann wieder besser geworden ist. Aber für heute war es das auch schon wieder von der Folge Minecraft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst, wenn ihr Bock habt. Na, die eine Kuh ist schon. Oder ist die reingefallen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jo. Also, haut rein, macht's gut. Bis morgen. Ah, nee, warte. Heute Abend vielleicht ein Livestream. Vielleicht sogar 24 Stunden. Haut rein, macht's gut. Tschüss.